there's an endless road to rediscover. Hallöchen, liebe Bros und Brosinen, und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Minecraft. Diesmal spielt wieder der. Was? Wer spielt diesmal? Ja, diesmal der Lappen wieder. Der, Ich habe jetzt extra keinen Lappen gesagt. Ja, komm, der Neuling und ja. Guck mal, in der letzten Folge, wie schön ich hier mein Haus zurechtgerichtet habe. Ja, ja. Es backt gerade mega rum. Jetzt bin ich immer daran, wenn du spielst. Ja. Weil du auch Schweine töten musst. Ja, weil. Guck dir ins Gesicht, wenn du sie tötest, weil dann wirst du sie nicht mehr töten. Dafür Augen zu machen und schlagen. Oh Gott. Also, du machst mit Augen zu, kein Wunder, dass du die triffst. Warte. Haha, pardon, Platsch. Oh ja, hallo, hallo, Sneaking. es tut mir leid, aber ich brauche Essen und. Er hat das Schwein mit Akazienholz getötet. Akazienholz? Was ist das scheiß Wetter drauf? Ach, es gibt doch Schlimmeres. Was denn? Zum Beispiel, nein, Waldniederwetter und zwar einfach nur Dauerregen. Hat der Fernseher jemand so ein Mann? Ich habe ja auch mal überlegt, so Haare so lang wachsen zu lassen. Ja, geil. Dann kann ich meine Haare so lang und auch so Zopf haben und dann so geile Bewegungen machen mit meinen langen Haaren. Aber meine Freundin findet das nicht so passend. Wir haben mal übrigens das Glas. Ja, ey, das hab ich dir so gemacht, ja. Ja, ja, ja. Jetzt bau dir auch wenigstens schöne Fenster. Ja, mach ich schon. Keine Sorge. Ich hoffe, du weißt auch, auf welche Höhe du bauen musst. Ich versetze mich die ganze Zeit. Ich hab total vergessen, wie man die Scheiben macht. Ui, ich glaube, da haben jetzt 2-6 im Fernseher. Ah, sieht man nicht. Will ich auch nicht sehen. Ich bin hier gerade am Spielen und, Guck mal, dank mir haben wir sogar schon Redstone. Ja, ja. Weil ich so mutig war und eine ganze Hexe gekillt habe. Und sie verbrannt. Ich hätte einfach Redstone farmen können. Ich weiß jetzt nicht, wo dein Problem ist. Also, du musst das Fenster einmal da und dann da. Du weißt, das muss 2 hoch sein, das Fenster einmal. Nicht nur so. Das sieht ja dann doof aus, wenn du nur eine. Da auch, genau. Ja. Und bitte achte auf die Symmetrik. Alles klar. Sehr, sehr wichtig. Alles klar, Manni. Du hattest gerade Glück mit der Eingangstür, dass sie schon direkt so passend war. Guck mal, das ist jetzt echt unser Haushalt dann, ne? Ja. Das läuft jetzt alles so nach unseren Regeln. Vielleicht sollte ich auch symmetrisch machen, und zwar... Ach, echt? Ja. Hab ich dir ja noch nicht gesagt, ne? Ah, geht doch. Oh, es wird Nacht. Geilo. Der Lukas ist jetzt nicht feige und legt sich bestimmt ins Bett. Nope. Ich habe ja jetzt Glas und kann beobachten. Wow, aber da kann jetzt ein Creeper durchkommen. Warte. Jetzt nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen, jetzt nicht mehr. Soll ich 4x4 machen? Nein. So, jetzt gucke ich einmal hier, haben wir... Lukas sollte kein Architekt werden. Eins. Ah, nein. Du weißt schon, das... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also noch 1, 2, 3 und... Boah, krieg ich schon mal, ey. Ja. Auch der Nudelleiter, weil echt lecker war. So. Oh, dann setzen wir einmal hier Glas und hier Glas. Weißt du, was ich gleich fand? Am Wochenende diese Events da bei YouTube hier. Ach. Gut für alle. Ja, du meinst mit Dr. Freud? Ja, dann gab's ja noch was aus Krog und Sarans. Ich weiß nicht, ob Krog noch gehört, aber Sarans da hier, dieses Poker. Ja, Let's Play Poker. Ja, habe ich auch geguckt, ein bisschen. Ich fand die Aktion ziemlich geil. Ja. Sollten wir auch mal machen, irgendwann mal. Ja, wenn wir mal Abonnenten haben. Hast du so ein kleines Fenster? Ich glaube, ich mache hier auch 3. Da kann man mich wenig schon draußen, weil ich durch so eine Zweierscheibe. Und dann kommt da auch mehr Licht natürlich rein und Fahrrad gelegt. Geilo! Ja, es ist, liegt daran, dass ich inkompetent bin und. Ah, wie gerne hätte ich jetzt eine Silk Touch Hacke, aber. Habe ich nicht. Kommt doch. Ja. Mit Verzauberungstisch und dann. Passt das. Gut, so, jetzt haben wir hier 3-3 und. Sag nichts, Leon. Sag einfach nichts. Ich sag doch gar nichts. wir haben ja genug Glas, von daher. Dank mir, ja, weil ich die Hexe getötet habe, sind wir schon auf Level 1.
Der will irgendwie nicht setzen, egal. Muss ich das erst abbauen? Ja, ich hatte. Am Rande, Lukas kann kein Glas setzen. Er sollte kein Gläser werden. Ha, 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 ha. Boah, ich will Pac-Man 4 haben. Ja, hat Bastian jetzt schon. Das ist voll. Also, das ist vorbestellt. Aber Leslie holt mir und Basti zu, weil dann GTA 5. Ernsthaft? Geilo! Rechtsklick mit Linksklick verwechselt! Macht sie nicht. Aber ich will's hoffen. Wäre cool. Ja, wäre schon geil. Ja, Far Cry 4 sah, fand ich auch schon ziemlich geil aus. Ja. So, auf Elefanten reiten finde ich schon geil. Die Anfangsmission ist beste, ey. So, dann gucken wir uns einmal hier um, Leute. Wie findet ihr das? Jo. Wundervoll, mehr finde ich auch. So, dann machen wir einmal noch. Ach, guck mal. Wo ich bei Parkway glaube, dass. Wir haben keine Kohle mehr, scheiße. Ah, doch, im Ofen. Dass hier bei Parkway 4 der neue Bösewicht da im lila Anzug nicht so geil wird wie. Boss. Aus Parkway 3 oder was? Ja, ja. Ja, wird sich zeigen. Ich hätte auch gerne Formel 1 eigentlich. Aber ich hatte nicht der Fan von so Sportspielen bin, ne? Ja, aber ich finde Formel 1 2014, auch wenn die Saison jetzt nicht so geil war, von den Motoren her und alles. Das, ja. Naja. Ja, ihr solltet einfach bloß davon wissen, ich habe davon gar keine Ahnung. Ist egal. Es ist einfach nicht mehr der Formel 1 Sound wie früher, denn es wurden zwei Elektromotoren eingebaut und jetzt klingt es einfach nur scheiße. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, es klingt nicht mehr wüt, sondern wenn sie schalten. Also wenn du dieses Geräusch machst, klingt es echt scheiße. Also diese Elektromotoren sorgen halt dafür, dass die Gender beschleunigen können. Und halt wie gesagt, es sind Elektromotoren umweltschonender. Und, aber das ist kein richtiger Motorsport mehr, finde ich eigentlich. Ist Formel 1. Es braucht Sound und nicht so ein Kack-Sound, wie es jetzt im Moment hat. Und, ja. Es ruckelt hier gerade so ein bisschen, Leute. Ich finde dieses Texture Pack richtig edel, ne? Ich weiß. Ich finde das richtig geil. Ich bin ja nicht so der Fan von Minecraft so. Dass es real life aussehen soll. Ich weiß nicht, passt für mich passt real life aussehen nicht zu Minecraft. Ich finde, das muss sowas cartoonmäßiges haben. Obwohl, wenn du so richtige Shader hast und so. Ja, ich kenne einen geilen Shader, den hat Izzy. Ist zwar ein bisschen kacke, wenn jemand vor dir hin und her läuft. Die Tiefen- und Höheneinstellungen ist ein bisschen kacke. Aber so an so finde ich den Shader richtig edel. Ansonsten finde ich, ist irgendwie so comic-mäßig cool. So, jetzt habe ich hier noch. Ja, ich finde so langsam das Haus Gestalt an und sieht nicht schlecht aus, finde ich. Ich würde das Gärtner gerne irgendwie ein bisschen umbauen. Und wir sollten es vielleicht mal der zweiten Etage widmen, die wir machen wollten. Ja, kein Problem. Ich werde nämlich hier unten das Lager machen und oben, ja. Ich hätte gerne einen Keller. Ernsthaft? Ja. Gut, dann machen wir da einmal einen Keller. Ich kann so voll viel aufbewahren. Also, wir mussten nicht jetzt unbedingt machen. Ja, vor allem, ich mache das gerade mit einer Home und nicht mit einer Spitzhacke. Auch sehr schlau. Boah, ey, das Internet ist auch voll mit Kim Kardashians Arsch, ne? Ach, hör up, ey. Wusstest du, was ihr Talent ist? Sie kann schon ein Champagnerglas auf ihren Hintern balancieren. Respekt, Mädel, Respekt. Also ernsthaft. Ohne Flirt hat das Video hochgebracht. Ah, hier unten ist ja noch Stein. Ich finde das einfach nur kinnig mit so einem Pro. Ja, schon. Ich weiß, Leute, es ist gerade nicht optimal, wie ich hier baue, aber egal. So, der Leon wollte ja den Keller haben. Ich wollte den Keller haben. Du kriegst ihn auch. Sarah zahlt das neue Assassin's Creed Unity Video. Mhm. Ha,
habe ich noch. Basti hat auch hier das Spiel Evil Within. Echt? Aber also, es sieht spannend aus, aber ich stimme den anderen, also so krass geil finde ich das jetzt nicht so vom Aussehen. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das so spielt, mit dem Gruselfaktor und so. Die Apecrime hat das letztens gespielt, ich hab's mal nicht angeguckt. Müssen wir mal gucken. Also, was ein richtig geiles Horrorspiel war, das habe ich leider nicht gespielt, war Outlast. Hab ich mir bei Gronkh angeguckt. Ja. Boah, das war geil. Das war wenigstens so eine Horrorzeit, weißt du, heutzutage mit Horrorfilmen oder generell sowas rauskommt, ist doch eh alles so das gleiche. Kannst du mir sagen, wenn ich den hier abbaue, ja, den Cobblestone, wieso daraus Bruchsteine wird aus einmal? Das auf einmal. So, den musst du in den Ofen tun und dann wird das zu normalen Stein. Ich kenne das eigentlich immer andersrum, aber egal. Egal. Hör auf jetzt. Ich höre auf. Wo ist das hier? Eine Beefy. Oh, lecker. Oh, ja. Da war noch die Packung. Oh, schade. Weißt du, was total doof ist? Was? Ich finde mein Gesundheitspflegebuch nicht mehr. Gesundheitsförderung? Ja, dieses Buch finde ich nicht mehr. Das ist schlecht. Aber schon seit 3 Wochen. Das ist noch schlechter. Also, ich habe jedes Schulbuch habe ich hier, aber dieses eine Buch finde ich nicht. Ich weiß nicht, wo es sein soll. Ich habe mal ganz klar schon angeguckt, obwohl meine Ordnung jetzt nicht die beste ist, aber ich habe extra überall, ne? Jeder hat die wieder beim Zimmer. Nein, wo ist dieses scheiß Buch? Dann solltest du mal Frau Piep fragen. Ah, wir müssen übrigens in der einen Folge noch das Piep machen. Ach, ja. Okay. Ja, aber nicht jetzt. Ich muss das ja dann bezahlen. Stimmt auch wieder. Aber vielleicht finde ich es ja noch. Vielleicht. Also erstmal abwarten, im Moment kriege ich gleich über das Buch von Frederik. Also wir gucken da zusammen rein. ja, so. Deine Geschwister machen hier Rabau. Ja, sind halt kleine Kinder, ne? So wie ich. Ja, der Lukas hat einen Witz gemacht. Boah, das war echt gestern so, dass man Teil oder Minecraft gespielt hat, ne? Das glaube ich. So. Ich so zu meinem Papa, ey, der hat eh noch keine Ahnung davon. Mein Papa, ach, egal. Aber wenigstens sind die Kinder dann leiser. Hauptsache, die halten ihre Schnauze jetzt. Ja, und. Ja. Da baut die sich da ernsthaft so ein, dass er nichts mehr sieht und fragt mich: Leon, warum ist es da dunkel? Wie geht das weg? Ja, und warum ist es hier so dunkel? Bei dir ist es doch echt dunkel. Ich weiß. Ist es vielleicht in deinem Kopf? Ja. So. Ah, oh, hast du beautiful. Kannst du bitte noch da so die Erde wegmachen? Ja, mach ich jetzt. Ich muss erstmal mich kurz strecken und was essen. Mir fällt gerade auf, ich habe nur noch. Ja, und so langsam sollten wir auch die Folge beenden, sehe ich gerade. Ja. In der nächsten Folge wird der Leon hier die Erde wegmachen und. Hoppala. Werde ich das? Nicht Vollschaden. Und die Treppe hier machen. Ja. Ich würde einfach sagen: Haut rein, bleibt so wie ihr seid und tschüss. Adios.